die Bundesregierung gestern erklärt hat, dass sie vorerst nicht unterschreibt. Aber mehr auch nicht. Sie hat nur gesagt, dass sie vorerst nicht unterschreibt. Und das ist unser gemeinsamer erster großer Erfolg, der auf der Straße und im Netz geschehen ist. Und auch das ist, denke ich, eine ganz interessante Geschichte, auf die wir gemeinsam ziemlich stolz sein können. Der Deutsche Bundestag hat die Möglichkeit, der Bundesregierung zu sagen, dass sie ACTA nicht unterschreiben soll. Und ich verspreche Ihnen ganz klar, dass ich mit anderen gemeinsam was unternehmen werde, um die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag dazu zu verpflichten, ACTA nicht zu ratifizieren und es somit zu blockieren, damit ACTA nicht stattfindet. Und ihr wisst genau, es gibt noch ein paar andere Sachen, die auch in der Pipeline sind. Dafür verspreche ich das dann. Beschlagnahmen und damit kommen sie nicht in die Entwicklungsländer. Das bedeutet für sie, den 3- bis 4-fachen Preis der Originalmedikamente zahlen zu müssen. Dafür, dass wir diese Politik in den Hinterzimmern nicht akzeptieren, dass wir uns diese Debatte darum nicht nehmen lassen wollen und dass wir an dieser Debatte teilhaben wollen. Und das, denke ich, ist dieses Zeichen, dass ihr hier alle so zahlreich heute erschienen seid. Es ist ja auch kurios, dass wir über ACTA noch gar nicht so viel wissen. Denn vieles, was in ACTA drin steht, steht nicht in diesem Papier, sondern in Protokollrandnotizen von den Verhandlungsprotokollen. Und das Kuriose ist, dass die noch nicht mal veröffentlicht sind. Und wie sollen wir eigentlich genau wissen, was da drin steht, wenn das nicht mal öffentlich und transparent zum Beispiel ins Internet gestellt wird? Auch deswegen stehen wir heute hier. Heute sind europaweit ACTA-Gegner auf der Straße und trotzen der Kälte, um ein Zeichen gegen dieses Abkommen und gegen diese Hinterzimmerpolitik zu setzen. ACTA darf durch Vertreter Deutschlands nicht überzeichnet werden. Und auch wenn das Auswärtige Amt vorerst seine Unterstützung für das Abkommen zurückgezogen hat, werden wir weiter gegen kämpfen. Stopp ACTA! Space Invaders, I can't.
Can you take me home?